Neben mir steht mein lieber Freund und vor allem neuer Freund, Andi Aleschal. Schön, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen auch bei deiner Ausstellung sozusagen, Andres. Genau. Ich freue mich auch hier zu sein und Teil dieses Events zu sein. Ich sag's ein bisschen spitz, finde ich, neuer Freund. Wir sind schon länger bekannt, aber das erste Mal bist du im Borken dabei. Das freut mich sehr. Du hast ein kleines Layout mitgebracht und das ist eine schöne Zusammenstellung von verschiedenen Sets. Sag was zu. Ja, es ist eine Zusammenstellung von verschiedenen Sets. Nein, bei mir ist es immer so, der Wunsch, die Häuser, die Sets größer zu bauen, als Lego sie rausbringt. Ich finde das ja gut, dass die spielerisch aufgebaut sind. Aber mir ist es immer so ein bisschen inkompakt und deswegen baue ich sie gerne größer. Und das ist bei mir auch die Mischung zwischen City, Creator, Friendsets, weil ich auch gerade die Friendsets sehr schön finde mit den Details. Man sieht halt immer leider nicht alles, so was ich so noch so reingebaut habe. Da kann ich auch mal ein bisschen dran arbeiten, dass da ein bisschen vielleicht mal eine Idee kommt, wie man das darstellt. Ja, aber das ist immer so, was ich gerne mache. Häuser bauen. Bin ich ganz bei dir. Finde ich immer schön. Man sieht hier einige Creator-Sets erweitert. Du hast hier schön mit Farben jongliert und du zeigst, was Lego ausmacht. Farbenvielfalt, verschiedene Formen, das alles darf zusammen. Auf jeden Fall. Das Schöne ist halt auch mit schon bestimmten Anstößen, die Lego ja gibt. Zum Beispiel mit vor 2 Jahren diese saisonalen Sets mit Halloween, Erntedankfest, Ostern, alles, was es da so gab. Und dann kommt dann einfach die Idee eigentlich automatisch, dass man sagt, ja Mensch, da gehört doch zum Beispiel zu einem Halloween-Monsterhaus, Monstereingang gehört dann ein ganzes Haus hin. Und dann nimmt man sich die Steine und legt los. Und was ich besonders toll finde, du nimmst gerne Sets, die es gibt, zu kaufen und lässt sie schrumpfen. Also wir sehen hier den ganz großartigen Doppeldeckerbus und wir sehen natürlich auch den Bulli in einer Größe, wie ihn nicht zu kaufen gibt. Das ist richtig. Wobei ich bei dem Bulli gleich sagen muss, das ist ein Mitbringsel von einem unserer anderen Mitglieder, Jens, der jetzt dieses Wochenende leider nicht persönlich erscheinen konnte. Aber wir haben so ein bisschen so beide die Idee, dass wir sagen, so das große Set, den Londonbus, ich finde den prima. Es ist ein ganz großartiges Set, wie ich finde. Und trotzdem habe ich gedacht, so naja, Minifiguren verlieren sich da so ein bisschen drin. Die kriegen ja fast Angst. Und dann habe ich gedacht, nee, da muss ein Maßstab her, der mehr dazu passt. Bist du ein bisschen traurig wie ich, dass der Quickie Mart womöglich das letzte Simpsons-Set bleibt, weil es kam leider nichts mehr nach dem Haus und dem Quickie Mart. Naja, an der Stelle auch zu sagen, Harry Potter ist ja auch so gerüchteweise wieder ein bisschen im Gespräch. Man weiß ja nie, was kommt, was da noch draus wird. Ich finde es, gebe ich dir aber recht, völlig schade, weil so 1-2 andere Häuser hätte ich mir gerne noch gewünscht. Wobei es natürlich auch themenmäßig dann doch sich ein bisschen von Kindern entfernt. Atomkraftwerk wäre nicht möglich, das stimmt. Zum Beispiel. Dann haben wir hier eine sehr schöne Wasserfläche noch vorne und wir haben einen tollen Leuchtturm. Hast du gestern schon gezeigt in der Dark Hour. Da geht dann auch richtig hier die Luzi ab. Da war es halt die Idee, wo ist jetzt der Schalter, hier ist er, dass ja das Original auch diesen Drehknopf hatte, oder diese Drehkurbel. Und da habe ich dann gedacht, von wegen, Mensch, ich will mich ja nicht an und hinstellen und die Kurbel drehen, weil dann komme ich ja gar nicht mehr zum Beispiel zum Reden mit dir. Mhm. Und habe dann das einfach mal versucht, mit Technik umzusetzen. Und ich finde, er dreht auch ein bisschen schnell, da kann ich noch ein bisschen besser werden. Aber ja, ich finde den Leuchtturm an sich total klasse und für mich war es wichtig, da dann auch ein bisschen Licht reinzubringen. Das ist auch nochmal so ein Punkt, den ich gerne noch mehr reinbringen würde. Und wir haben dieselbe Grundplatte von früher. Ja. Diese Beach Plates, die habe ich auch und das ist natürlich großartig, weil da so ein farblicher Übergang ist. Richtig, genau. Da kann man auch wunderbar was mitmachen, finde ich. Also. Litfaßsäule hast du übrigens auch. Also Wir würden uns an sich auch gut ergänzen. Ja, dann sicher. Also du meinst, wir sollten mal zusammen ein Layout vielleicht gestalten. Kann man was zusammen machen. Na wunderbar, dann fangen wir doch heute mit der Planung an. Andi, toll, dass du da bist. Jetzt haben wir übrigens offen, die Leute strömen rein. Wir haben extra so ein paar Leute noch erwischt, bevor hier die ganzen Menschen kommen. Toll, dass du da bist. Und nächstes Jahr gerne wieder. Dankeschön und ich denke mal, ich werde es hinkriegen. Das klang fast wie ein Jahr. Ja. Tschüss. Ciao.